Was soll ich aus meiner Zukunft machen, hab ich gefragt. Ich brauch da kreative Ideen. Zum Glück hat Facebook mir eine Menge Leute eingepackt. Und hier ist, wie die das sehen. Ich könnte mit Origami die Welt versöhnen oder selber Weltherrscher sein. Als Tauchlehrer auf Lanzarote Damen verwöhnen, doch ich schwimme wie ein Stein. Als Piratenbraut auf hoher See ganz abenteuerlich oder Ghostbuster sein. Slimer und ich in New York ein paar müde Seelen sammeln oder doch lieber zu Hause gammeln. Ich könnte für mich das Beste aus meiner Zukunft machen oder Strippen ziehen bei der Telekom. Plan B steht auch noch aus, seit 2004 eine Bar eröffnen und mich in Kuba sonnen. Ich könnte auch Meth verticken und El Paso besuchen, könnte aufhören, mein Studium zu verfluchen, sollte ordentlich feiern am Samstag. Oder ich rasiere mir meinen schönen Bart ab. Ich könnte Rockstar werden oder Seiltänzer sein. Könnt die Midlife Crisis vorverlegen, das wär fein. Könnt das rumlabern lassen und werd Rampensau. Oder sucht das gute Leben als Feuerwehrfrau. Ich könnte für mich das Beste aus meiner Zukunft machen. Mir in Azeroth ne schicke Elfin anlachen. Nach Berlin ziehen und in einem coolen Startup arbeiten. Ich könnte mein Leben aber auch als Pfandflaschen-Sammlexpertenberater in der Schokoladenfabrik von Willy Wonka bestreiten. Halt die Fresse, krieg ein Kind, würde Olli Schulz mir raten. Marco meint sogar, ich soll auf Internet warten. Und laut Chris soll ich mal eine Probe planen. Mach's doch selbst oder muss ich dich erst ermahnen? Vor Kosterhofner oder Mitarbeiter im Callcenter, doch da komm ich nicht weiter. Schlangenbeschwörer oder Lehrer, doch eigentlich liegt mir da nichts ferner. Harzer Taxifahrer oder Bahnhofswirt, ein guter Gamer, Mausbelastungstester wär ich garantiert. Doktor der Gardinen klingt ganz machbar, oder Matratzentester, Weichler Raffia. Ganz egal für was wir uns letztendlich entscheiden, weiß ich wohl, dass tolle Freunde uns begleiten und uns mit Rat und Tat und Witz zur Seite stehen und dabei dann obendrein noch furchtbar gut aussehen. Also höre ich auf zu sein, wer ich glaube sein zu sollen und beginne damit, so wie ich sein will zu wollen. Und pack alle meine Ängste in einen Schrank und sag zum Schluss, vielen Dank. Vielen Dank für die guten Tipps.